Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen ganz einfachen und leckeren Nusskuchen für euch. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Wir benötigen für den Teig 4 Eier, 1,5 Tassen Zucker, 1 Vanillenzucker, 1,5 Tassen Öl, 1 Tasse Milch, 200 Gramm gemahlene Haselnusskerne, 3 Tassen Mehl und ein Backpulver. Zum Abwiegen benutze ich immer eine ganz normale Kaffeetasse. Zuerst verrühren wir die Eier mit dem Zucker und dem Vanillenzucker für einige Minuten. Danach fügen wir das Öl und die Milch hinzu und verrühren das Ganze weiter. Anschließend geben wir die gemahlenen Haselnusskerne dazu. Zum Schluss kommt das Mehl und das Backpulver noch in die Mischung. Den Teig kannst du nun in eine gefettete Springform füllen. Und den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 60 Minuten backen. Wenn euch mein Rezept gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ihr könnt mir gerne hier und auf Instagram folgen. Bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!